Rendezvous, sich zu vermehren. Die Frage ist, was ist die genaue Mitzvah in der Teure und wie lange gilt diese Mitzvah? So die Mitzvah ist, wie es steht, Atem Pru Urvu. Das heißt, das ist eine Mitzvah, die individual ist und auch kollektiv auf das jüdische Volk, das jüdische Volk soll sich vermehren. Der Rambam sagt, wann gilt diese Mitzvah in der Teure? In der Teure gilt es, wenn einer hat mindestens einen Sohn und eine Tochter. Mit der Rabbanon, sagt der Rambam, es geht weiter. Die Frage ist, ist das eine individuelle Pflicht, die liegt auf dem individuellen Mensch? Oder ist es eine Pflicht, das muss sein, aber nicht auf den individuellen Mensch? Das heißt, kann ein Mensch entscheiden, dass ich möchte jetzt die Pru-Revu-Mitzvah nicht ausführen. Der Rambam sagt, das ist eine individuelle Pflicht auf jede Familie. Aber nachdem, was ein Mensch hat schon mal kein Gewinn, der Mitzvah, wenn es gibt bestimmte Gründe, die medizinische oder was auch immer, die abgestimmt sind mit Arov, dann es kann sein, in bestimmten Fällen, dass es kann für eine bestimmte Zeit vorübergehend nicht ausgeführt werden. Aber das kann man nicht alleine entscheiden. Das ist eine Sache, was ist ein Indien Aloche. Die allgemeine Regel ist, das gilt, das ist eine Mitzvah. Jeder Kind, was man bringt auf der Welt, ist noch weiter der Keim seiner Mitzvah von Pro Revu. Der Rebbe schreibt in einem Brief, dass heute nach dem Holocaust ist es eine besondere Mitzvah in unserer Generation, einfach damit das jüdische Volk soll wachsen, soll sein, was mehr jüdische Kinder lacht. Und alles, was man macht, sich zu unternehmen, das zu stärken, ist eine Mitzvah für die ganze jüdische Volk. Was koche Protest, die heutige Hayem Yom handelt auch über die Familienidee. Der alte Rebbe, einmal ist rausgegangen von seinem Zimmer und er hat gehört, wie seine Frau sagt, meiner sagt, hat der alte Rebbe sich gegangen in ein Dweikus und sagte, mit ein Mitzwe bin ich deiner. Mit wie viel Mitzwe bin ich der Ewigstest? Und dann hat er gesagt, Zehner oder Enner. Hier kann man rausgehen und sehen, die Besonderheit von jüdischen Frauen, dass der Mashiach wird kommen, wird man sagen, Eishes Chayel, Ateres Beile, wird man sehen, dass gerade durch die Frauen ist die Vollkommenheit von der jüdischen Volk.